Hier haben wir, passend zu Macy's Bio One, das neue Packard Bell Dot. Packard Bell ist durch die Übernahme von Acer der Firma Gateway ebenfalls aufgekauft worden. Packard Bell hatte schon vor Jahren ein erstes Netbook eingeführt, das EasyNote XS, war übrigens der einzige Mitbewerber für eine lange Zeit vom Asus EPC 701. Das neue Netbook von Packard Bell, eben das Dot, ist nicht mehr mit einer VIA, sondern mit einer Intel Atom CPU ausgestattet. Genauso wie das Acer Aspire One verfügt es über einen 8,9 Zoll Bildschirm im Widescreen-Format mit Glare-Type-Technologie. Im Inneren ist eine 160 GB Festplatte eingebaut und 1 GB Arbeitsspeicher. Designtechnisch wurde das Dot genau nach dem Look and Feel von Packard Bell gefertigt. Hier typische Packard Bell Farben mit glossy Oberfläche. Das Einzige, was jetzt nicht so schön gelöst ist beim Packard Bell, ist hier das Bildschirmscharnier. Wir finden das beim Acer Aspire One einfach eine Spur eleganter. Im Gegensatz zu dem günstigeren Modell des Acer Aspire One ist das Packard Bell standardmäßig mit einem großen Akku ausgestattet und kostet mit 399 Euro wesentlich weniger als wie jetzt das teure Modell von Acer. Die Vorteile sind nach wie vor einfach das doch sehr schöne Design, die große und angenehme Tastatur wie beim Acer Aspire One mit nicht abgeschnittenen Tasten, die beiden Kartenlesegeräte, einmal hier und einmal hier auf dieser Seite und das sehr helle Display, das auch im Freien verwendet werden kann, da eine transflektive Folie eingebaut ist. Die Nachteile sind allerdings der deutlich zu hörende Lüfter, wie eben genauso beim Acer Aspire One, das kleine Touchpad und der geringe Blickwinkelbereich des Displays, wodurch schon bald dann Farbverfälschungen sichtbar sind und eventuell auch dieser Glanzeffekt, das Spiegeln, das nicht jeder mag. Fujitsu Siemens ist eigentlich sehr spät im Netbook-Segment eingestiegen, hat aber trotzdem ein eigenes Produkt auf den Markt gebracht, das Fujitsu Siemens Amilo Mini UI 3520. Von den Spezifikationen her ist es mit einem 8,9 Zoll Display mit matter Oberfläche ausgestattet, Intel Atom N270 CPU, 6080 oder 120 GB Festplatte, WLAN und Bluetooth sind ebenfalls dabei, 1 GB Arbeitsspeicher. Der Preis startet in etwa ab 389 bis 399 Euro für die kleineren Modelle mit 80 GB. Vom Aussehen her setzt Fujitsu Siemens, ebenfalls wie die restliche Produktlinie, auch beim Amilo Mini auf das Core and Shell Design. Das ist sehr schlicht gehalten, schwarz und weiß, etwas eigenartig designtes Touchpad zum Beispiel. Natürlich vielleicht nicht für jedermann, dennoch ansprechend und hat einen gewissen Business-Look. Das Coole daran ist, dass Fujitsu Siemens Farbcovers mitliefert, zumindest hier das goldbraune, das man einfach aufstecken kann. Weitere Covers sind ab 20 Euro im Zweierpack erhältlich, wie hier das pinke. Es gibt dann noch ein Bordeaux-rotes, schwarz, metallic und so weiter. Damit kann man eigentlich das Amilo Mini den verschiedensten Wünschen anpassen und das Produkt eignet sich damit für eine recht große Kundengruppe, wenn es rein um das Aussehen geht. Zum Beispiel gibt es auch ein Cover, ein transparentes Cover, in dem man Postkarten oder eigene Bilder reinlegen kann. Ein Nachteil des Amilo Mini ist, dass mit eingebautem Cover das Gerät leicht umkippen kann, da diese 100 Gramm mehr einiges ausmachen. Ohne das Cover würde es nicht so leicht umkippen. Die Vorteile vom Amilo Mini in der Summe sind eben dieser harte Business Look, die wechselbaren Covers, der Express Card Slot, der sich hier befindet und in dem man zum Beispiel ein UMTS-Modul einbauen kann. Und das doch sehr
helle Display, das fast 180 Lux erreicht, und andere 8,9 Zoll Produkte wie den Asus IPC deutlich hinter sich lässt. Damit ist auch das Arbeiten im Freien möglich, wobei beim matten Display bei direkter Sonneneinstrahlung das ganze Display dann aufhält. Die Nachteile sind eben, wie wir vorhin schon genannt haben, das Netbook kippt gleich mit eingebautem Cover. Es gibt nur insgesamt 2 USB-Schnittstellen, die restlichen Netbooks haben in der Regel 3 USB-Schnittstellen. Die Tastatur ist genauso klein wie beim Asus IPC, obwohl hier noch etwas Platz übrig gewesen wäre. Und auch das Touchpad ist sehr klein und die Tasten doch recht unkonventionell ausgeschnitten. Beim Lüfter kann das Amilo Mini ebenfalls nicht punkten, denn dieser ist oft eingeschaltet und deutlich zu hören. Als letzten Vertreter im 8,9 Zoll Netbook-Bereich haben wir das Dell Inspiron Mini 9. Das es auch in 2 Versionen gibt, eine Linux- und eine Windows-Version. Die Linux-Version kostet vom Listenpreis her 319 Euro. Online erhältlich im Dell-Shop für 299 Euro, das heißt, es gibt einen Rabatt darauf. Allerdings muss man 30 Euro Versandkosten mitrechnen. Die Windows-Version kostet 369 Euro Listenpreis, durch den Online-Rabatt 349 Euro, ebenfalls 30 Euro Versandkosten. Von den Spezifikationen her ist die Linux-Version mit 8 GB und die Windows-Version mit 16 GB SSD-Flash-Disk-Modul ausgestattet. Beide enthalten einen Intel Atom M290 Prozessor und 1 GB Arbeitsspeicher. Vom Aussehen her gehört das Dell Inspiron Mini sicherlich zu einem der schönsten Netbooks, die derzeit erhältlich sind. Schöne Linienführung, schöne Farbwahl, silber-schwarz, alles sehr stimmig. Die Oberfläche ist zwar glossy, aber wirklich auch wiederum ansprechend. Kaum Makel und der Akku ist sehr bündig hier mit der restlichen Oberfläche und ragt nicht heraus. Des Weiteren muss man auch sagen, dass der Dell Inspiron Mini verfügt über ein angepasstes Ubuntu Linux, das hier eine Schnell-Toolbar enthält zum Öffnen von Programmen. Aber es ist dennoch ein vollwertiges Ubuntu Linux 8.04, das der User nach eigenen Wünschen und Ermessen anpassen kann und nicht so eingeschränkt ist wie die Linux-Versionen vom Asus IPC oder das Acer Aspire One. Als weiterer Pluspunkt gilt das äußerst helle Display, das eine Helligkeit von über 200 Lux erreicht und führt somit die Helligkeitsskala der Netbooks. Damit ist auch das Arbeiten im Freien möglich. Die Farbwiedergabe ist exzellent, wirklich sehr schön. Das Glare-Type-Display spiegelt allerdings sehr stark. Die hohe Helligkeit macht diese Spiegelungen wieder gut. Als einziges Netbook am Markt ist das Dell Inspiron Mini absolut ohne Lüfter ausgestattet und somit lautlos. Das ist besonders interessant für Businesskunden oder für all diejenigen, die einfach keine weiteren Geräusche beim Arbeiten hören möchten. Die Nachteile sind allerdings, zum Beispiel ist keine Schutzhülle enthalten, die Standardgarantie ist auf 1 Jahr beschränkt, Zusatzgarantie muss man gegen Aufpreis erwerben, die Tastatur ist sehr klein und Dell hat zum Beispiel die Tasten wie F1 bis F11 weggelassen.